Hallihallo, hier ist die Agathe. Ich habe heute das Thema, es ist ein bisschen schwer in Worte zu fassen. Es geht so ein bisschen Energievampire. Ich mag das Wort nicht ganz so gern. Das ist so ein bisschen, jeder sagt Energievampire. Das Thema Macht, Müdigkeit, warum ist man schlapp? Warum ist man energielos? Geht nicht um Depression, weil Depression, da bist du dann nur noch im Bett, hast gar keine Lust zu irgendwas, aber dieses so, boah, ich habe keine Kraft, oder du triffst jemand und dann merkst du auf einmal, boah, jetzt haben wir die ganze Zeit geredet und ich bin fix und fertig und davor ging es mir ja noch gut. Oder du kommst an einen Ort und dir ging es total gut und dann bist du an diesem Ort und merkst wie es dir überhaupt nicht gut geht, wie es dir die Energie wegzieht und du richtig schlapp hinterher bist. Also mir geht es heute um diese Energiegefälle, um dieses ja, energievoll sein oder kraftlos sein. Es ist so, dass ich gehe davon aus, dass wir eine Seele haben. Ich glaube an die Liebe. Ich sage lieber Gott dazu. Das ist einfach ein Bild, das habe ich, damit bin ich aufgewachsen. Ich sage, wenn wir in unserer Liebe sind, wenn wir mit Gott verbunden sind oder beziehungsweise mit unserer Seele, dann haben wir unglaublich viel Energie. Die Verbindung zu unserem Herzen beziehungsweise zu unserer Seele ist unser Herz und das Herz ist unser Tor zu unserer Seele. Jetzt ist es so, dass wir ja nicht immer unser Herz offen haben. Gerade durch Streit, Leid, Schmerz machen wir unser Herz zu. Ein Kind kommt auf die Erde, ein Baby, und wir schauen das an und jeder muss einfach nur strahlen, weil die sehr rein sind, weil denen ihr Herz total auf ist, weil sie mit dem Göttlichen verbunden sind, die Seele total in ihrem Körper ist und die einfach nur vor Leben sprudeln. Auch wenn sie viel schlafen, aber das müssen sie ja, damit sie wachsen können. Ja, auf jeden Fall, wenn wir ein Baby anschauen, dann wird uns warm ums Herz. Wir werden selber, wo wir dann sagen, du, Dazi, Duzi, wie auch immer, oder fangen die Kindersprache an. Wir sind glücklich, wenn wir Babys anschauen. Und man sieht auch, dass einfach man sieht Kinder, wenn die rumrennen und dann sagt man, boah, ich bin fix und fertig. Die haben so viel Energie, ich weiß gar nicht, wie die das machen. Das liegt daran, weil sie ihr Herz aufhaben, weil sie mit der Seele verbunden sind, weil sie über die Seele in sich in Liebe sind und einfach aufgeladen werden durch die Liebe. Also Liebe ist ein unglaubliches, wie sagt man, Stromkraftwerk, Powermaschinen so ungefähr. Ja, umso älter wir werden, gibt es natürlich verschiedene Familiendynamiken. Ich finde ein Buch, was mir unglaublich die Augen geöffnet hat, was so eins meiner ersten Bücher war, was für mich unglaublich prägend war, ist das Buch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Celestine, die 9. Prophezeiung von Celestine von James Redfield. Bitte, ich lege es euch ans Herz, lest es. Da sind so viele Erklärungen, was Energien angeht, was Aura angeht, warum es Menschen gibt, die ständig, die haben alles, die haben Geld, die haben alles und wollen immer noch mehr Macht. Und das liegt daran, dass wir, ich möchte wieder zurück zum Thema kommen, die Herzöffnung, wir haben ein offenes Herz, gerade als Kind, und dann sind wir aber in einer Familie, wo wir für bestimmte Dinge dann von unseren Eltern geschimpft werden. In manchen Familien, heutzutage ist es immer noch so, dass Kinder geschlagen werden, für Kleinigkeiten, weil es heißt, ich schlage mein Kind, weil meine Eltern haben es auch so mit mir gemacht, das gehört zu Zucht und Ordnung, zur Erziehung dazu. Ein Kind muss abgehärtet werden, damit es später im Leben stark ist. Ja, es geht natürlich auch anders. Und mit Angst, Angst ist kein großer Diener. Wenn wir in Angst leben, dann sind wir ständig blockiert, haben eine Wand vor uns und können gar nicht unsere Lebensaufgabe hier leben oder einfach glücklich sein, weil wir ständig mit einer Angst in der Weltgeschichte umeinander laufen und dann dadurch natürlich auch Angst wieder und negative Situationen anziehen. Genau, also durch Schmerz, Leid, Schläge, Streit verschließt sich unser Herz, weil wir uns schützen wollen. Und was natürlich selbstverständlich ist, es gibt auch Menschen, wo man sagt, mein Gott, die oder der hat ein Herz aus Stein. Das sind meistens die liebsten Menschen oder die, wo man sagt, oh, die ist ja hochnäsig, der ist ja hochnäsig, mit denen kann man gar nicht reden.
Das sind die, was ein unglaublich großes Schutzschild um sich aufbauen, eine Mauer, wo sie meistens selber drin auch noch gefangen sind. Aber im Grunde genommen haben sie so eine liebe Art, wenn man sich mal mit denen näher beschäftigt und sich mit denen unterhält, dann würden die alles für einen tun. Also das sind ganz oft ganz tolle Menschen. Da muss man dann einfach mal auch hinter die Fassade gucken und sich Zeit nehmen. Ja gut, also als Kind ist das Herz auf, dann kommt man ins Erwachsenealter, man wird von sozialen Umfeld geprägt, Schule, Kindergarten, man wird getadelt, man bekommt Noten, man wird kategoriert in bestimmte Dinge und das sind alles Situationen, wo einem Energie ziehen. Jetzt möchte ich aber nochmal einen Schritt zurückgehen und mal das ganze große Komplex anschauen. Und zwar ist es so, dass ich gehe wieder in Familiensystem. Zum Beispiel, wenn Vater und Mutter streiten. Also man ist Erwachsener, das Herz ist zu. Und als Kind kriegt man dann ständig mit, hey, die sind nur am Streiten. Aber es geht gar nicht ums Recht, es geht nicht um die Situation. Oft fällt einem auf, dass man dann streitet um belanglose Dinge. Und wenn man dann mal sich fragt, hey, wieso streiten wir eigentlich? Dann geht es darum, dass der eine verletzt ist, der andere verletzt ist, aber jeder Energie braucht. Wir brauchen Energie zum Leben. Und wenn wir eben mit diesem Muster aufwachsen, dass wir unser Herz zugemacht haben, dann haben wir keine eigene Energieressource mehr. Wir haben keine eigene Energiequelle mehr, die uns versorgt, weil unser Herz zu ist. Und das Herz ist unser Tor zu unserer Seele. Und wir brauchen die Seele, damit wir Energie haben, damit wir leben können, damit wir wissen, in welche Richtung wir gehen sollen. Eine innere Stimme, die Intuition, die uns sagt, oder auch Bauchgefühl, die uns sagt, hey, das ist gut, probier das, oder das ist nicht so gut, das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und wenn unser Herz zu ist, dann haben wir keine Energiequelle und dann müssen wir natürlich nicht nur übers Essen Energie irgendwo herholen. Und wer ist der beste Energielieferant? Ein anderer Mensch. Ja, dann fangen wir entweder einen Streit an, wir argumentieren, wir diskutieren, bis der eine heult, der andere sauer ist, die Tür zuschlägt. Auf jeden Fall, Menschen, die Energie sehen können, die sehen dann, wie die Energie zum anderen rüberfließt. Im ausgeglichenen Zustand, das heißt, wenn Harmonie und Frieden herrscht, dann sind beide Herzen offen und die Energie, das ist ein Geben und ein Nehmen. Es fließt gleichmäßig, mal mehr, mal weniger. Das ist aber was, wie es sein sollte, einfach ein Ausgleich, ein Geben und ein Nehmen. Und wenn die Herzen verschlossen sind, dann ist es eben so, dass wir, oder zum Beispiel in der Arbeit, ihr kennt ja das Thema Mobbing oder Burnout, wo dann zum Beispiel der Angestellte, der bekommt Geld und der Chef, ich sag jetzt mal, ist ein totales Arschloch, Entschuldigung, ich sag's einfach so, wie es ist, es ist ja manchmal so, und dann denkt man sich, wieso ist der Chef so ein Arsch? Wieso ist der so streng? Wieso ist der so konsequent? Ich habe jedes Mal das Gefühl, der haut mir mit dem Hammer auf den Kopf und mir zieht jedes Mal die Energie raus. Und das ist dieses, ihr bekommt Geld dafür, aber dafür bekommt er Energie. Also das ist ja nicht nur der Chef, sondern die Energie, also der Konzern, der hinter dem Chef steht, das ist ja auch wieder eine Energie. Also das sind immer wieder Punkte, die ich anschneide, anspreche. Es geht hier nicht um Verurteilung, es geht lediglich um Aufklärung, dass ihr erkennt, was für Dynamiken, was für Muster hier auf der Erde existieren. Ihr kennt einfach, ich weiß, dass ihr das kennt, dieses Gefühl, wenn man sich mit jemandem lang unterhält, wenn der redet und ist total oberflächlich und jedes Mal sagst du tschüss, ich muss jetzt gehen und dann tut die Person dich wieder in ein Gespräch einwickeln und denkst dir, boah, mir, das ist wie wenn du richtig spürst, da zieht es was aus dir raus, dir wird es schlecht im Bauch und du hast gar keine Energie mehr. Oder merkst dann eben hinterher, her, irgendwie bist du total sauer und wütend und du bist einfach nur müde. Bis du dann checkst, jedes Mal, wenn ich die Person treffe, die textet mich total zu und ich bin hinterher fix und fertig. Genau, das sind so Punkte, wie ein Mensch vom anderen Energie holt. Und das passiert in der Familie, das passiert in der Öffentlichkeit, in der Arbeit. Das kann überall passieren. Das kann auch ein Ort sein, der sehr negativ ist, zum Beispiel ein Haus, oder ein Gebäude, wo sehr viele negative Dinge abgelaufen sind. Was weiß ich, zum Beispiel, es hat sich einer umgebracht. Also ich gehe jetzt von Extremsituationen aus. Oder da war nur über Jahre hinweg Streit in den Familien. Und das setzt sich, diese Energie setzt sich ja an den Mauern fest. Die setzt sich ja in der Atmosphäre. Ihr kennt ja dieses Sprichwort,
die Luft ist so dick, man könnte sie schneiden, ja? Also man kommt in einen Raum und man spürt sofort, oh Gott, die haben gerade gestritten. Und dann will man am besten gar nichts sagen oder man versucht mit komischen Witzen dann die Situation ein bisschen zu lockern. Aber man spürt, hey, da ist gerade was nicht so in Ordnung. Ja, also das sind Orte, Personen, Situationen, wo ihr merkt, krass, da zieht es mir gerade die Energie weg. So, jetzt, was könnt ihr tun? Und zwar, das Wichtigste ist, dass ihr für euch lernt, euch abzugrenzen. Das heißt, man kann das energetisch tun oder indem man das Wort sagt, nein, also ich will jetzt nicht reden, ich muss jetzt wirklich los und tschüss, und dann dreht man sich um und geht. Ich weiß, man hat dann oft Schuldgefühle, wenn man denkt, boah, jetzt habe ich den stehen lassen oder ich habe sie jetzt gerade stehen lassen. Ihr dürft nicht vergessen, ihr unterstützt in dem Augenblick ein Muster, das negativ ist, das dieser Person nicht hilft oder hilft, ist das Deutsch, in ihrer Kraft zu sein, in ihre Kraft wieder zu kommen. Sie ernährt sich von einem anderen Menschen, was nicht in Ordnung ist. Eine absolut neutrale Location ist die Natur, Mutter Natur gibt dir. Du gehst raus, machst einen Spaziergang und du merkst, boah, du bist wieder aufgeladen. Das ist, wie man selber zur Energie kommt, ohne dass man von anderen nimmt, wenn man auch Harmonie in seinem Leben möchte. Und wenn man zum Beispiel, wenn einem auffällt, hey, ich habe ständig, werden die Menschen um mich herum aggressiv, da gibt es eben verschiedene Gründe. Der andere Punkt ist eben, du gehst, machst dein Herz wieder auf, öffnest dich, verbindest dich mit deiner Seele. Das ist eine Übung, da kannst du die Augen schließen, dreimal tief durch die Nase ein, schön im Bauch, durch den Mund wieder ausatmen. Ich mache es jetzt ein bisschen kurz, weil ich ja mit euch reden will. Also wirklich. Und dann wirklich im Brustkorb, vom Brustkorb schön. Also der Bauch darf sich aufblähen. Liebe Mädels, liebe Jungs, es ist egal. Der Bauch darf sich aufblähen, da darf Luft rein. Diese Luft versorgt euren Körper, eure Muskulatur, lädt euch wieder mit Energie auf. Ja, weil man nennt es Prana, ich glaube, Chi, dann gibt's, was gibt's noch für Wörter? Also Reiki, diese Lebensenergie, die einfach in der Luft ist, die um uns herum ist. Genau, also einmal durch die Atmung könnt ihr Energie euch aufladen, durch Mutter Natur, indem ihr euer Herz wieder öffnet, mit eurer Seele verbunden seid, seid ihr automatisch wieder mit der göttlichen, universellen Kraft und Macht, mit der Liebe, ich gebe jetzt verschiedene Worte, seid ihr oder mit dem Göttlichen seid ihr wieder verbunden. Das gibt euch auch wieder Energie. Zum Thema Schutz. Ich sage immer, wenn man von innen heraus stark ist und Licht ist stark, es kann scharf wie ein Laser sein, negative Fremdenergien abhalten, weil Licht sehr hochschwingend ist. Das heißt, du lädst dich auf mit Energie, du visualisierst, dass du in dir Licht bist. Das kann auch ein Feuer sein und es dehnt sich aus, größer als dein Körper ist und dadurch wird alles Negative, Niedrigschwingende in dir verbrannt, aber auch in deinem Umfeld, entweder wird es transformiert, weil ja Licht auf das Dunkle geht und dadurch die niederschwingende Energie sich anhebt und höher schwingt, oder du stellst dir einfach vor, wie dieses Feuer, diese Flamme, alles Negative um dich herum verbrennt. Und dann merkst du wieder, boah, ich kann noch besser atmen und spürst wieder, wie du Raum hast, ja. Ganz oft Tiere zeigen uns, wenn was in uns nicht stimmt, wenn in der Energie im Haus was nicht stimmt, wenn Tiere streiten, wenn sie sich ganz komisch verhalten, gerade Katzen oder Hunde, wenn es denen nicht gut geht. Also Tiere sind die besten, wie sagt man denn da, Pfeiler? Also Tiere sind gute Anhaltspunkte, wo man sich orientieren kann. Genau, also es ist ganz wichtig, dass man sein Herz öffnet, mit der göttlichen, universellen Kraft verbunden ist, also mit deiner Seele. Und dann spürst du wieder, dass du mehr Energie hast. Und du darfst dich ruhig von Menschen distanzieren und Abstand halten, wenn du spürst, dass sie dir Energie ziehen. Denn es ist nicht unsere Aufgabe, andere Menschen zu nähren. Wir können helfen, wenn sie sich helfen lassen, wenn du siehst, dass sie die Hilfe annehmen und dann auch was dafür tun. Ja? Also du gehst ja auch nicht nach Hause, hast dann zwei Kinder, die kommen heim von der Schule und sagen, Mama, Mama, Papa, Papa, macht ihr unsere Hausaufgaben? Nee, wieso? Wieso macht ihr die Hausaufgaben nicht?
Ja, weil sie was lernen sollen. Und so ist es auch. Wir haben eine Lebensaufgabe hier. Ein Mensch, der sich von anderen Menschen ernährt, erfüllt seine Lebensaufgabe nicht. Und das ist wie bei einem Drogenabhängigen. Solange ihr dem Menschen Geld gibt oder Drogen gibt, wird er nie gesund werden, nie in seine Kraft kommen, nie verstehen, dass er für sich eigenverantwortlich ist und sich selber für sich selber sorgen kann und sich selber heilen kann. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das zu tun. Und unser Herz ist und unsere Seele und Mutter Natur sind eins der größten Dinge im Universum, vor allem die Liebe, die uns beschützt, stärkt, nährt, die unglaublich liebevoll ist, wahrhaftig, auch stark und klar. Also dieses ein klares Nein, das möchte ich nicht, was aus einem Herzen herauskommt, ist absolut notwendig, gut für dich. Und es ist auch gut für dein Gegenüber, vielleicht nicht im ersten Augenblick, aber nach, es ist nur eine Frage der Zeit, bis dein Gegenüber spürt, hey, da läuft was schief. Wieso mache ich dich? Wieso fange ich denn immer einen Streit an? Wieso verhalte ich mich so, dass ich andere niedermachen muss, ja? Dass ich sie mobben muss, dass ich mich über sie lächerlich mache. Und das heißt dann aber auch, dass gerade bei Mobbing, das mache ich heute nicht, das mache ich zu einem anderen Thema, aber das werde ich mal noch auffassen. Ihr habt ungefähr jetzt eine Ahnung von dieser Grunddynamik. Wie gesagt, das Buch Celestine, die neunte Prophezeiung, erklärt ganz viel. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, guten Tag, guten Morgen. Und wenn ihr Fragen habt, einfach bei Facebook auf Aurena gehen oder auf meine Webseite www.aurena-agate.de, Agate mit TH. Ja, genau. Fragt einfach, wenn ihr was auszusetzen habt, bitte immer freundlich bleiben. Mit mir kann man reden. Ich werde nicht immer sagen, was allen gefällt. Kann ich auch nicht. Aber für die, die es zusagt und zuspricht, wird es genau das Richtige sein. Ich weiß, dass ihr die Kraft und die Macht habt, euer Leben zu verändern. Und ich bin hier nicht, um euer Leben in die Hand zu nehmen, sondern euch Hilfestellungen zu geben, dass ihr euch selber helfen könnt. Das ist meine Aufgabe hier. Für die, ciao.